Am 1. Februar 1968 blockierten in Freiburg Schüler und Studenten den Straßenverkehr. Der Grund: 40% Fahrpreiserhöhung bei Bus und Straßenbahn. Der Ort: die zentrale Kreuzung am Bertholdsbrunnen. Der Zeitpunkt: täglich ab 13 Uhr, eine Woche lang. Lernen, dieser Bürgerkriegssituation richtig zu begegnen. Achtung, Achtung! Hier spricht die Polizei. Die Straßen, Achtung! Hier spricht die Polizei. Wieder zurück nach Freiburg. Wieder mit der Straßenbahn in die Stadt. Wieder zurück an den Bertholdsbrunnen. Zurück an die Stelle, wo sich vor 20 Jahren mein Leben verändert hat. Warum diese Fahrt? Weil ich so viel vergessen habe. Weil ich wissen will, was damals passierte. Mit mir und mit vielen anderen. Wintersemester 67-68. Hinter mir lagen 18 Jahre. Es hat mir an nichts gefehlt, so sagt man wohl. Aber jetzt war ich endlich weg aus dem engen Tiroler Dorf, weg aus der Schule, weg von den Tabus, der Prüderie, den Vorurteilen. Auf dem Weg zum Studienplatz. Soziologie, Politik, Psychologie. Hier lagen die Rezepte für die Welt von morgen, nicht beim SDS mit seinen radikalen Thesen. Vielleicht lagen sie noch in den nächtelangen Debatten auf Zimmern und in Weinstuben, aber bestimmt nicht in den Versammlungen politischer Hochschulgruppen. Ich träumte von der Forscherkarriere, auch in der Straßenbahn, auf dem Weg an den Punkt, an dem sich unsere Wege kreuzen sollten. Für einen Moment im Februar 68. Das ist unser Sohn Michael, der damals dabei war, als wir nach Freiburg gefahren sind, zum Einkaufen, Winterschlussverkauf und zum Verwandtenbesuch. Oh, und dann sind wir in die Stadt reingelaufen und habt immer mein Fotoapparat dabei. Und zufällig haben wir gesehen, dass Straßenbahn stillsteht im Höhe vom Stadttheater. Und dann haben wir gesagt, was ist jetzt da los? Dann haben wir die Leute gefragt, dann haben sie gesagt, ja, da wäre eine Demonstration. Und dann sind wir hochgelaufen und haben das beobachtet, die Demonstration. Haben wir gefragt, warum, weil wir ja nicht gewusst haben, wenn wir von Geisingen kommen, was da eigentlich ist bei der Demonstration, jetzt geheißen wegen Fahrpreiserhöhung. Was am Bertholdsbrunnen geplant war, das erfuhren die meisten erst von einem SDS-Mitglied über Megafon. Die Sache mit der Straßenbahndemonstration, wir hatten gehört und mitbekommen, in Bremen war die Sache einigermaßen erfolgreich gelaufen. Wir wussten, dass die Sache beschlossen war im Gemeinderat schon ein halbes Jahr vorher, dass alle Resolutionen und was weiß ich von Gewerkschaftsführungen und was es damals gab, nichts genutzt hatten. Und es war sozusagen der Punkt, wo man versuchen konnte, eine außerparlamentarische Opposition gegen so einen Gemeinderatsbeschluss zu mobilisieren. Darauf, denke ich, haben alle gewartet. So, the time has come today, so ungefähr. Jetzt geht's los, jetzt wehren wir uns. Wir wissen zwar noch nicht so recht, was dann kommen soll, aber wir wissen, wir sind gegen vieles und das wollen wir ändern. Ohne die Schüler wäre nichts gelaufen. Vor Unterrichtsbeginn verteilten Peter und andere Mitglieder der Sozialistischen Schülergewerkschaft Flugblätter vor den Schulen. Zum Entsetzen vieler Eltern und Lehrer, nicht aber der Polizei. Als Leiter der Schutzpolizei in Freiburg musste man sich mit den Dingen ja befassen und hat die Entwicklung anderwärts verfolgt. Wenn ich so denke, davor war Bremen, davor war Kiel, die Auseinandersetzungen in Berlin, in Frankfurt, die konnten nach all den Zeichen der Zeit natürlich nicht so ohne weiteres an Freiburg vorbeigehen. Im Rathaus hatte eine große Koalition die Fahrpreiserhöhung beschlossen. Durchsetzen sollte sie jetzt der Oberbürgermeister. Ich habe lediglich die Polizei zu bitten, für die Ordnung zu sorgen. Und von diesem Recht habe ich Gebrauch gemacht gegenüber der staatlichen Polizei. Ich war überrascht und denn bis zu diesem Jahr 1968 hat man ja in der Bundesrepublik Deutschland so etwas nicht gekannt. Und dann ging es besonders in Freiburg nicht. Es war wohl etwas gewesen in Bremen und in Kiel, aber dass es dann da zu uns hier
kommen sollte und auch kam und mit einem gewissen Ausmaßen, da war man natürlich überrascht. Der Lokalteil der Badischen Zeitung kümmerte sich intensiv um die Neuigkeiten von der Uni. Den jungen Reportern wurde deshalb der Vorwurf gemacht, sie hätten die Demonstrationen angeheizt. Wir haben die Vorlage des Gemeinderats gehabt, die Fahrpreise für Straßenbahn und Bus erheblich zu erhöhen. Und wir waren selber damals der Meinung, das ist ein bisschen saftig zugelangt. Und wir haben eigentlich sogar verstehen können, dass sich da eine Demonstration dagegen bildet. Wir haben es eigentlich als kommunalpolitisches Problem gesehen und wir hätten also, glaube ich, nach der Einschätzung aller Kollegen, die damals mitgewirkt haben, nicht gedacht, dass daraus eine große, anhaltende Bürgerdemonstration gegen den Staat, wenn ich es mal so sagen kann, entsteht. Die Freiburger IG Metall hat heute 8000 Mitglieder. Viermal so viel wie damals, als ihr neuer Chef hier anfing. Als ich hier nach Freiburg kam, da wurde mir zunächst einmal klar, warum das hier mit der Organisation der IG Metall rückläufig war. Und dann habe ich mit den Leuten gesprochen, mit den verantwortlichen Funktionären, und dann haben sie mir gesagt, Freiburg sei eine konservative Stadt. Im Schatten des Freiburger Münsters seien Zustände, wie sie vorher in Offenburg, ich sie von Offenburg her gewohnt war, undenkbar. Weil hier die Menschen eben anders denken wie in Offenburg. Sie denken konservativ, sie wollen ihre Ruhe haben, die Ruhe ist des Bürgers erste Pflicht, das wäre also die Freiburger Situation. Und damit musste ich mich dann herumschlagen und ich war dann sehr erfreut darüber, als ich erfuhr, dass junge Menschen Aktionen planten. Und diese Leute, die tauchten bei uns auf und fragten an, ob sie bei uns Flugblätter machen könnten für eine Vorbereitung einer Demonstration gegen die Straßenbahnpreiserhöhung. Und dann habe ich gesagt, dafür haben wir immer Zeit und dafür haben wir auch Papier und dafür haben wir auch die Gelegenheit zur Vervielfältigung. Hello, darkness, my old friend. Freiburg, eine beschauliche Idylle, zumindest oberflächlich betrachtet. Einige jedoch misstrauten der Idylle. In den Mauern der Uni fanden sie ein Dokument, das nachhaltig für Beunruhigung sorgte. Im Goldenen Buch in Freiburgs Rektorat gibt's einen Platz, wo's keinen Eintrag hat. Fünf Seiten nach der Nazi-Zeit. Und die sind leer. Fünf Seiten voller Konsequenzen. Und die sind leer. Fünf Seiten betreten, verlegen, peinlich berührt, Neulage anpassen, weitermachen, weitermachen. Als bei der Rektoratsbesetzung das Goldene Buch, das Ehrenbuch der Uni gefunden wurde, da waren da eben zwischen den Einträgen aus der Nazizeit und den Einträgen aus der Nach-Nazi-Zeit waren fünf leere Seiten und sonst nichts. Und vorher kam also wirklich der Freisler drin, der berühmte Blutrichter. Und das war so ein Beispiel, wie in der Bundesrepublik die Auseinandersetzung mit dem Narzissmus geführt wurde. Nichts, ne? Faschistoid habe ich verbunden mit der Tatsache, dass es nicht möglich war, in der Generation über den Faschismus zu sprechen. Das war bei uns zu Hause auch nicht möglich. Das heißt, es war nicht möglich herauszubekommen, welchen Anteil hattest du, Vater, du, Mutter, an dem Geschehen im Faschismus. Das war nicht möglich. Darüber gab es bei uns, sobald eine Diskussion anfing, gab es einen bösen Streit. Dann flogen die Türen und dann war die Diskussion zu Ende. Die Situation bei mir daheim war geprägt von einem Antifaschismus. Es war klar, dass ich mich frühzeitig damit beschäftigt habe, wie kam sowas zustande wie die Vernichtung von 6 Millionen Juden, welche Wurzeln hat Antisemitismus oder generell Faschismus überhaupt.
Und ich hatte daheim Hilfe, mich mit dem zu beschäftigen. Mein Vater hat mir frühzeitig Frühschriften von Marx zum Beispiel, erinnere ich mich, mit 14 oder 15, das war relativ früh und das hat mich aber fasziniert und hat mir geholfen, ein bisschen was über die Gesellschaft zu verstehen. Und bin dann übrigens damals in die SPD eingetreten mit 17 oder 18, weil ich dachte, die Partei kann dir was bringen in Richtung politischer Veränderung. Und bin dann mit dem ersten Semester in SDS rein und in dem Moment, wo ich da rein bin, bin ich aus der SPD damals ausgeschlossen worden. Das Kollegiengebäude 2, ein aufregender Ort. Studentenvollversammlungen im Audimax, schon die Sprache der SDSler provozierte. Und draußen im Foyer das Gedränge der Wandzeitungen. Roter und schwarzer Filzstift auf Zeitungspapier. Da stand, die Revolution der Universität bedingt die Revolution der Gesellschaft. Und wir würden durch die Mangel der Leistungsgesellschaft gedreht, bis wir zu Krüppeln in jeder Hinsicht geworden seien. Der Büchertisch des STS in der Mensa, Treffpunkt von 40 Außenseitern. Für den Rest ein Anlaufpunkt für das eigene Unbehagen, eine Börse für unterdrückte Nachrichten, ein Depot für die Kritik an der Wissenschaft, manchmal auch Laden für Modisches auf dem Bücherregal. Einmal konkreter Appell zum Umdenken. Das eine in diesem Geschehen, das einen doch so schon stark auch persönlich berührt hat, eine, möchte fast sagen, positive Episode. Es war also noch vor den Straßenbahndemonstrationen in der Weihnachtszeit, fand ich im Briefschalter als Weihnachtsgeschenk bei mir, ich glaube es war sogar am Heiligen Abend, das Buch über die Pflicht zum Ungehorsam gegen den Staat von dem Thura, von dem Amerikaner, offensichtlich vom Freiburger SDS mir gewidmet, so winken mit einem Stock und doch irgendwo schulterklopfend, also so ein Zwischending. Unterschrieben mit einer Reihe von Pseudonymen aus der damaligen Szene. Leute, die also irgendwo und irgendwann in der Zeit gegen staatliche Ordnung da etwas unternommen haben. Doch, es hat auch wahnsinnigen Spaß gemacht, weil es auch zum Teil wirklich witzig war. Irgendwie von der Fantasie her passierte viel nicht. Es war oft furchtbar heiter, also wirklich eine heitere Zeit. So empfand ich das auch. So mobilisierend einfach. Man konnte sich so vieles plötzlich vorstellen. Was denn? Ja, zum Beispiel, dass es möglich war, irgendjemandem zu sagen, dass er ein Trottel ist oder so. Normalerweise sitzt du da, schluckst das, denkst heimlich, der ist ein Trottel und das, was er sagt, das braucht man sich überhaupt nicht zu merken. In der Uni, Professoren oder sowas, du arbeitest aufs Examen hin und plötzlich kannst du laut und deutlich sagen, du bist ein Trottel und alles, was du sagst, ist blöd und stimmt nicht. So. Noch war die Soziologie mein Elfenbeinturm. Mittwochs die Vorlesung von Professor Popitz, wörtlich mitgeschrieben. Im Proseminar das erste Referat über den Verwaltungsstab in Max Webers Herrschaftssoziologie. Ganz und gar unkritisch, ohne einen Hauch von Horkheimer, Adorno, Marcuse. Und unbeeindruckt noch von Marx und seiner Feuerbach-These, der zufolge es darauf ankommt, die Welt nicht nur zu interpretieren, sondern sie zu verändern. Und werden immer schlimmer, nämlich immer mehr. Die Rotten, Remittent und Horden weiß, auf uns des Bürgermeisters Trambeingleis. Die beißen sich in Staatsaffären fest, die man doch lieber weiter schwären lässt. Die schreien verfluchtes liebe Vietnam und ziehen lästerliche Bärte an. Und schamlose Plaketten, drauf steht, wie sie's gern hätten. Ich war schon 26 und politisch ziemlich informiert. Ich hatte ziemlich feste Meinungen, Ansichten über die Weltverhältnisse und war aber ganz sicher, dass eben in Deutschland sich nichts ändert. Und ich war eigentlich ziemlich verächtlich dem SDS gegenüber. So, ich fand das einfach
dem reicht nicht ans Niveau der großen Revolution heran, die ich kannte, mit denen ich studiert habe, mit denen ich mich beschäftigt habe, in die ich mich eingelebt hatte, so imaginativ. Weder die französische, noch die russische, noch die mexikanische, noch sonst was. Kleckerles Kram, Deutschland bleibt Deutschland. Und für mich ist da ein Bruch passiert, also richtig so ein Praxisschock in dem Augenblick, in diesem einen Tag, dieser 1. Februar 68, dass ich da reingeraten bin, im Widerspruch eigentlich zu den Leuten, die da standen. Und nachts war ich dabei. Und ab dann habe ich mir diese Frage nicht mehr gestellt, ob das nun geht in Deutschland oder nicht, sondern das war einfach so, Realist sein heißt das Unmögliche probieren, fordern, machen. Mal sehen. Ende Januar kam Rudi Dutschke. Er wollte zu jenem FDP-Parteitag sprechen, auf dem die Weichen zur sozialliberalen Koalition gestellt wurden. Doch die liberalen Delegierten ließen ihn nicht in die Stadthalle. Wir sollten begreifen, dass der außerparlamentarische Kampf eine entscheidende Voraussetzung dafür ist, dass in unserem Volk wieder ein Dialog entsteht. Ein Dialog zwischen denen, die temporäre politische Führungsfunktionen haben und denen, die vertreten sein wollen. Wer macht denn heute noch in diesem Volk einen Dialog mit denen, die von dem Parlament und von der Regierung betroffen sind? Die emotionale Art, in der Rudi agitierte, hat mich nicht bewegt. Ganz anders als ein fast auf den Tag gleichzeitiges Ereignis in Vietnam. Die Tet-Offensive des Vietcong, die das offizielle Lügengebäude von der Pazifizierung mit einem Schlag einstürzen ließ. Täglich sah ich den Horror in der Tagesschau. Neue, ungewohnte Bilder waren das. Wie die vom Krankenwagenfahrer, der den Verletzten sterbend liegen lässt, um sich selbst zu retten. Der Vietcong beherrschte die Titelseiten. Aber Ungeheures hatte auch der Lokalteil zu berichten. Da hatte doch der Studentenrat ganz kurzfristig zum Protest gegen die Fahrpreiserhöhungen aufgerufen. Und dann diese Resonanz. Pünktlich um 13 Uhr strömten Hunderte aus den Schulen und Hörsälen zum Bertholdsbrunnen. Erst zögernd, dann entschlossen setzten sie sich auf die Schienen. Offensichtlich spontan, unorganisiert, ohne Redelsführer. Und was machte die Staatsgewalt? Wir haben seit 73 Fußgängerzone, also 68 waren doch der alte Zustand. Wir hatten hier Nord-Süd-Verkehr sehr stark, 20.000 Pkw-Einheiten am Tag, Ampeln und Fußgängerüberwege jeweils an den Kreuzungspunkten. Und es war eigentlich dann der Ansatz der Demonstranten, so am Anfang die Straße zu besetzen. Die warteten auf ihrer Seite jeweils Grünphase ab, gingen dann hinein und blieben stehen oder saßen. Und dann waren sie drin, ohne dass wir definitiv zunächst eigentlich wussten, wann sie es machten und dass wir zunächst eigentlich so mit normalen Sperrmaßnahmen das haben nicht regulieren können. Und am nächsten Tag waren ja plötzlich gegen Mittag die ganzen Schüler da, ballten Trauben, freuten sich an den Ampeln, hatten diesen wunderbaren Sprechchor immer, gleich wird's grün. Der hat die Polizei derart irritiert, weil das so ein Spiel mit der Legalität ist, ne? Das weiß ich noch, da kam ich morgens mit dem Zug an, ging in die Innenstadt und sah dann so einen Menschenauflauf. Und ich wusste am Anfang gar nicht, was das eigentlich war, sondern dass da welche auf den Schienen saßen. Und dann sagten ein paar, ich soll mich auch hinsetzen. Und dann habe ich mir gedacht, warum eigentlich, ja? Ich setze mich damit hin. Ohne dass du das gewusst hast, um was es da ging? Ich wusste nicht, um was es geht, nee. Ich wusste nicht, um was es geht. Ich habe nur gedacht, wenn sich da welche auf die Straßenbahn setzen, ist eigentlich keine schlechte Sache. Ich weiß noch, wie ich sozusagen meine Übungsversuche machte. Ich dann zuerst immer über den Bürgersteig mich ranrobbte und zum Schluss dann mittendrin war ich. Hast du dich da auch hingesetzt? Ich habe mich auch mit hingesetzt, ja. Aber auch, also nach geraumer Zeit. Wenn ich mich daran erinnere, habe ich mich nicht auf die Straßenbahnschienen gesetzt. Ich hatte anfangs sehr große Angst darum, dass die Polizei brutal zuschlagen würde und dass es verletzte Studenten geben würde. Dann hatte ich auch die Vorstellung, dass ich
die Demonstration, die Blockade der Straßenbahn allein eben nicht uns in der Auseinandersetzung in der Stadt weiterbringen würde, sondern ich habe ja gesehen, wie die Bevölkerung auch aggressiv auf uns Studenten reagiert hat. Die Demonstranten hatten so aus meiner Sicht wenig Beifall, ganz wenig, als die Blockaden des Verkehrs, die ja stundenlang gingen, die also von 1 Uhr bis abends um 9 Uhr gingen, dass gar nichts mehr ging, hat es Ärger in der Bevölkerung gegeben. Nicht? Die arbeitenden Leute schaffen müssen es nicht so, das Übliche, bis hin zum Vergasen. Je mehr die gebrüllt haben, ja, desto klarer war uns eigentlich, wir haben irgendwo recht. Ja. Wir waren zwar eine Minderheit, ja, aber das war auch nicht schlecht, eine Minderheit zu sein, weil vorher gab es nämlich überhaupt nichts. Ja. Das hat mich begeistert als Gewerkschafter, wie sowas funktioniert. Aber dazu muss man Zeit haben. Da kann man, das können Arbeiter, wenn die so eine Woche lang aus dem Betrieb rausgegangen wären, um das zu machen, das konnten sie sich überhaupt nicht leisten. Und die als Gewerkschaften konnten sie nicht unterstützen, denn die müssen ja Geld verdienen, die müssen ja leben. Das konnten die Schüler machen. Das hat mich begeistert. Das werde ich nie vergessen. Das war so eine tolle Sache. Nur interessant, die Gewerkschaften haben auch gemerkt, dass die Arbeit auf dem Bau, die haben sogar Steine runtergeschmissen, weil sie behindert wird in der Arbeit und damit in ihren Lohnzahlungen. Ich habe mich noch gut entsinnen an einen Universitätsprofessor, der da am Straßenrand stand und kreidebleich war und gesagt hat, das ist Weimar, nicht? So fing das in Weimar an und so. Ich hatte furchtbare Probleme mit Zahnärzten. Ich hatte einfach Angst vor denen. Und dann plötzlich hatte ich einen Zahnarzt, der mochte mich furchtbar gerne leiden. Es war ein alter oder älterer Mann, der sich immer gut um mich kümmerte. Und wenn ich Angst hatte, kriegte ich einen Cognac und so. Und er hat mich prima behandelt. Und nach einer Demonstration, das ist mir dann, also das war ganz furchtbar, ich kam hoch und der war so ruppig zu mir und so gemein. Und ohne Vorwarnung hat er mir irgendwelche scheußlichen Geschichten angetan. Und dann konnte ich das überhaupt nicht begreifen. Er hatte seine Praxis ganz in der Nähe vom Bertelsbrunn. Und da habe ich ihn gefragt, warum er so schlecht gelaunt ist und was überhaupt los ist. Ich war ganz verdattert. Und da hat er mir erzählt, er hätte mich vom Fenster aus gesehen und ich sei mit diesen Raudis mitgegangen und das sei also sozusagen jetzt seine Strafe, die folgte auf dem Fuße. Ich meine, natürlich hat man die Menge nicht gekannt, aber einzelne Gesichter, nicht? Man wusste ja, viele. Das ist der Sohn vom Professor Sonso, das ist die Tochter vom Stadtrat Sonso, das hat man gewusst, nicht? Und das war natürlich schon eine ganz neue Dimension, die sich da eröffnete. Und wir als Zeitungsleute, gut, wir haben das zu dokumentieren gehabt. Nicht? Zunächst war das war auch die Meinung der Polizeibehörde, also des Bürgermeisteramtes, sollte man die Demonstranten gewähren lassen, sodass eine Konfrontation praktisch nicht stattgefunden hat. Man hat dann immer wieder versucht, die wegzudrängen, aber dann gab es so Gerede miteinander und das Reden, das musste man gegenseitig auch lernen. Denn in der Lage der Polizeibeamte ist da auch so, hat nicht so richtig gewusst, wie er das machen sollte. Das war nicht gewohnt jetzt da mit jemandem, der eigentlich dem nicht nachkam, was er sollte. Aber das hat sich dann eingespielt, so, das führte dann der Kommunikation dazu, dass Damen, Blumenkinder nicht Blumen gereicht haben, dass Bonbons verteilt wurde, dass ein paar Diensthunde, die wir eingesetzt hatten, die bekamen Würstchen. Da fingen dann Leute an, diesen Hunden über diese spanischen Reiser hinweg so Wurstzipfel zuzuwerfen. Das war eine Szene, die habe ich mein Leben lang werde ich die nie vergessen. Ja? Weil das fand ich so total komisch, ja, dass das möglich war. Weißt du, die gingen ins Geschäft, holten sich einen Wiener, ja, reichten den über den spanischen Reiter drüber und die Polizeihunde schnappten nach den Wienerle. Ja, und der hielt die laufend an der Leine fest. Ja. Und das war natürlich, ich meine, die standen da aber den ganzen Tag, die Polizisten, ja, haben sich gar nicht mehr bewegt, weil es hatte eh keinen Sinn, hielten selber die Straßenbahnen auf. Ja. Das brauchten wir schon gar nicht mehr zu machen. Und plötzlich merktest du, ja, offenbar ja, sind die doch nicht so stark, wie man sich das so vorstellt. Ja. Wir hatten uns getäuscht. Der Gemeinderat wollte sich dem Druck der Straße auf keinen Fall beugen, weil sonst die Ohnmacht des Staates drohe. Stattdessen kommt am 4. Demonstrationstag eine Hundertschaft Bereitschaftspolizei aus Göppingen. Sie führt zwei Wasserwerfer mit sich. Ihr Auftrag, die öffentliche Ordnung mit allen Mitteln wiederherzustellen. Ja.
Auf einmal war ich wütend. Diese unerträgliche Arroganz der Stadtväter. Nicht einmal diskutieren wollten sie mit uns. Ganze 4 von 48 dieser Volksvertreter zeigten sich am Bertholdsbrunnen. Und mit jedem Strahl der Wasserwerfer sah ich klarer. Die nehmen uns nicht ernst. Für die sind wir Kinder, denen eine Tracht Prügel gehört. Die SDSler hatten wohl doch recht. Mit diesem autoritären Staat war nichts zu verändern. Es war also schon beängstigend, meine ich. Zumal ich auch noch den Kinderwagen dabei gehabt habe mit dem Kind, mit dem Vierteljahr. Und diese, was man nachher gesehen hat, Wasserwerfer waren an für sich, hat man die noch gar nie zu Gesicht bekommen. Und hat mal gedacht, um Gottes Willen sind das Panzer. Und also ich muss sagen, ich selber habe schon sehr Angst gehabt. Ich habe gedacht, jetzt gibt es Krieg oder weiß der Teufel nicht was. Ich habe den ersten Wasserwerfereinsatz des Landes Baden-Württemberg geleitet. Die Wasserwerfer, ehe sie uns zugeteilt wurden auf unsere Anforderung, waren ein paar Wochen im Land. Die Besatzung hatte so die ersten Übungen, die ersten Anweisungen, den ersten Betrieb hinter sich, aber keinen Einsatz noch. So dass das manchmal so nebeneinander her und nicht so, wie man sich das vorstellt, an einem Einsatz koordiniert geht. Folge dann war auch, die sind zurückgewiesen von den Wasserwerferstrahlen. Die Leute standen so in 15, 20, 30 Reihen so hintereinander. Die haben zurückgedrängt, wollten ausweichen. Und die Folge war, die hinteren kamen nicht so schnell weg, drängten auf die Scharfenster. Scharfensterscheiben gingen zu Bruch. Die 5 Tage, die demonstriert wurde und die alle in den Winterschlussverkauf fielen, brachten uns ein Umsatzminus von mindestens 250.000 D-Mark. Ja, wir müssen hier unterscheiden zwischen dem tatsächlichen Schaden, der durch die Scheibenzerstörung und durch die Umsatzausfälle entstanden ist. Für diese Kosten werden nach der mir bekannten Rechtslage ausschließlich wir aufkommen müssen. Wir werden niemanden finden, der sich daran beteiligt. Aber die Wasserwerfer, da wurde einfach noch geulkt und gesagt, wir wollen kein kaltes Wasser haben, wir wollen warmes Wasser haben. Gut, es gibt, das war also gewisser Humor. Dann andererseits aber Geschäfte, die kaputt gemacht wurden, die Scheiben. Und da war man böse, da kam manche raus und haben den hinter die Ohren geschlagen und eine hingeboxt. Na, das ist für Menschen nicht, das ist beim Sport genauso. Es trat ja eigentlich erst eine Eskalation ein, als die Polizei sehr scharf vorging. Da war eigentlich Konfrontation zwischen diesen beiden Gruppen da. Und da ging dann eigentlich auch so der Riss, wenn ich mal sagen darf, durch die Leserschaft. Die einen haben gesagt, jawohl, Ordnung muss sein, das geht doch nicht, dass da jemand auf der Straße sitzt und die Straßenbahn nicht durchlässt. Und die anderen haben gesagt, ja Moment, wir demonstrieren hier, weil wir dagegen sind und irgendwie müssen wir ja der ganzen... aus hier angerufen worden und sollte da nochmal vermitteln. Er hätte also eine Anweisung da auch zum Schlagstockeinsatz und so weiter. Und damals habe ich eigentlich sehr viel Sorge gehabt, dass es da also Verletzte und sonst was gibt. Und habe im Nachhinein, würde ich das als unrichtig oder taktisch falsch gesehen, damals die Studenten aufgefordert, den Bertholdsbrunnen zu räumen. Die Schüler gingen nicht weg. Sie haben weder auf den Bürgermeister Kiefer noch auf ihren Asta-Vorsitzenden noch auf den Vertreter der Schüler da gehört. Ich glaube, es war der Herr Roski, genau weiß ich nicht mehr, wer es war. Ich weiß noch, dass es mit dem Asta, also damals De Witt, glaube ich, Vorsitzender, erhebliche Auseinandersetzungen immer gab. Die also zum Beispiel dagegen waren, jetzt die Blockade auf dem Bertholdsbrunnen einfach fortzusetzen. Die dazu rieten, doch mehr jetzt auf dem Verhandlungsweg was zu versuchen. Das hat sich damals schon polarisiert in der vom SDS repräsentierten Richtung, die jetzt also ganz bewusst nur auf die außerparlamentarische Kraft setzte und sagte, wir hocken da auf den Schienen und wenn wir da weggehen, läuft auch nichts.
Das sind Zerstörer, bewusste, kaltschnäuzige Revolutionäre. Ich glaube, es war am dritten Tag, an dem Mittwoch, sind die ersten Festnahmen gemacht worden. Wenn ich mich recht erinnere, waren es da 15. Am anderen Tag waren 16 Festnahmen, bei denen wir den Verdacht hatten, dass sie also strafrechtlich Relevantes getan haben. Der Gedanke war natürlich auch eine Ingewahrsamnahme nach polizeirechtlichen Vorschriften, weil man annimmt, dass der eine oder andere, der mit einem PKB zum Beispiel, mit Lautsprecher in der Gegend war, den haben wir festgenommen und haben seinen Wagen beschlagen haben, um den außer Gefecht zu setzen, damit also nicht Anweisungen haben gegeben werden können, wie man sich gegen die Polizei verhält oder wie man eben die Demonstration widerrechtlich fortsetzt. Ja, ich bin da in einem Auto gefahren, was auf dem Dach so einen Lautsprecher hatte und habe dazu aufgerufen, sich da mit der Polizei auf keine Schlägereien einzulassen, sich zu zerstreuen. Und ich komme aus dem Auto raus und werde dann plötzlich von so Zivilbullen gepackt und verhaftet. Peter, damals 17 Jahre alt, wurde nur wenige hundert Meter weiter ins Amtsgericht gebracht. Der Staatsanwalt entschied, dass er als Rädelsführer in Haft zu nehmen sei. Ja, mehr oder weniger wie ein Schwerverbrecher behandelt. Durfte mit niemandem telefonieren. Mir ist auch nicht gesagt worden, was mich jetzt so erwarten würde. Ich wurde fotografiert, Fingerabdrücke wurden abgenommen. Da musste ich unter Aufsicht von einem Beamten duschen. Bekam dann so Gefängnisklamotten, die ich anziehen musste, und wurde dann in so eine Zelle gesteckt. Da habe ich Angst gehabt, denn vor allem, wie sich das so länger hinzog, wie das immer später wurde. Und die ganze Nacht über beriet der Studentenrat über Möglichkeiten, die Gefangenen gewaltsam zu befreien. Am frühen Morgen erschien Meyer in Uniform. Er sicherte zu, dass bei einem ruhigen Verlauf der Demonstration der Schlagstock unter seinem Befehl nicht eingesetzt werde. Großer Beifall für einen starken Auftritt. Am folgenden Tag wurde seine Ablösung beschlossen. Abgelöst, das kann man wohl so nicht sagen. Man hat mich, na, wie soll ich mich ausdrücken, aus der Schusslinie genommen. Und hat einen Kollegen beauftragt, der Leiter der Polizeidirektion in Konstanz, den letzten Einsatz in Freiburg zu machen. Ging es dabei auch darum, kräftiger durchzugreifen? Dass man gesagt hat, der Meyer ist zu lasch? Es gibt Leute, die das so sehen. Am sechsten Tag sorgte der Schlagstock für Ruhe am Bertholdsbrunnen. Eine öffentliche Gemeinderatssitzung wurde versprochen, mit Rederecht auch für Demonstranten. Einzige Bedingung, keine weiteren Störaktionen. Und das Ergebnis? Es blieb bei der Fahrpreiserhöhung, ergänzt durch soziale Komponenten. Dagegen verkündete der AStA jetzt in einem aufwendigen Extrablatt eine Unterschriftensammlung. Wir fuhren lieber in die Semesterferien. Und so modern die meisten Exemplare unverteilt seit 20 Jahren auf dem Speicher der Studentenschaft. Für mich war danach auf einmal alles anders. Das Sommersemester war atemlos. Aktionen gegen Springer- und Notstandsgesetze, die Nähe des Pariser Mai, die langen Nächte im republikanischen Club, das Umkrempeln unseres Seminars, das alles hat nicht nur Spaß gemacht. Ich wusste auch, wir können alles verändern. Im Herbst war ich stolz, Mitglied im SDS zu sein. Die Leute wie ich, ja, die praktisch in diese Straßenbahndemonstration hineingekommen sind, ja, wir waren die Generation, die eigentlich den SDS überhaupt erst aufgefüllt hat und zu dem gemacht hat, was er nachher war. Wir waren die, sozusagen ganz neu in den SDS gekommen waren. Ja. Wir hatten theoretisch nicht viel drauf und hatten auch nicht viel zu sagen, ja, innerhalb der Mitgliederversammlungen, ja, die da abliefen, sondern da führten eben andere das Wort, ja, die groß analysierten. Ja. Und dann kam es natürlich immer die Frage, so, wie sieht jetzt die Aktion konkret aus? Und da war klar, dass im Grunde genommen man da Leute brauchte, die entschieden vorgehen.
mussten, sollten und könnten. Ich hatte immer das Gefühl, dass die Frauen waren das Fußvolk des SDS. Das waren sie, glaube ich, auch. Gerade weil man auch von diesen Autoritäten sozusagen, den linken Autoritäten, auch irgendwo ein bisschen geblendet war. Und man tat unheimlich viel für sie. Man machte wirklich die Arbeit. Man verteilte die Handzettel oder Flugzettel, man klebte die Plakate und man organisierte und kochte das Essen und brachte die Brötchen und machte den Kaffee und so. Die Hierarchie war wie immer. Eine Diskussion war, sollen wir rote Fahnen mittragen, ja oder nein? Und die Ängstlichen sagten, nein, das provoziert. Und die anderen sagten, ja und doch. Und dann habe ich halt ein Lied gemacht, was für mich rote Fahne bedeutet, wo sie auch befleckt wird dann von einem Liebespaar, was mir dann die harten orthodoxen Kämpfer dann sehr angekreidet haben. Und ich habe in dem Lied behauptet, dann strahlt so eine Fahne erst richtig. Das war ein grüner Frühlingstag in der Wachenszeit. Ich schaute Mädchen auf die Brüste, dachte nach, dass ich gern wüsste, wie es mit dem Ziel der Liebe ist. Ich nahm ein schlaues Buch und sieben Apfelsinen und stieg hinauf mit meiner schönen Katharine zu Jakobs Erbe um und dann da fielen die Erinnerungen auf die alte rote Fahne mit der Aufschrift Solidarität. Ich sage euch, wir waren so heiß als wie der rote Fahne, der auf dem Dache klebt. Das Ziel, dieses total tabuisierte Thema seit 1933, tabuisierte Thema Sozialismus. Und da kam aus der Dritten Welt eben mit Franz Fanon, mit Die Verdammten der Erde, 61 oder so, kam ja das erste Mal diese riesen selbstbewusste Behauptung, außer Ost und West, diese beiden Welten, gibt es die dritte und die macht was Neues, was uns auch in unseren Sozialismus-Hoffnungen nicht abhängig macht von diesen real existierenden in der DDR, wo du schon am Bahnhof Friedrichstraße so ein Gesicht machst. Sozialismus, hä? So. Um den Kampf des vietnamesischen Volkes und nicht mehr um Max Weber ging es in meinen Referaten im Sommer 68. Ich schrieb damals, indem die USA versuchen, die weltgeschichtliche Entscheidung im Befreiungskampf der Dritten Welt auf Vietnam auf ein Vietnam zu konzentrieren und hier all ihre Kräfte mobilisieren, kann die Antwort der Völker Afrikas, Asiens und Lateinamerikas nur sein, sich überall zu erheben, sich überall zu befreien. In diesem Sinne ist der Aufruf Ernesto Che Guevaras an die revolutionären Bewegungen zu verstehen. Schafft zwei, drei, viele Vietnams. Einige Genossen wollten den Befreiungskrieg von den Dörfern in die Städte bringen. Ihre Geschichte ist in den Prozessakten der Kanzlei von Michel Moos nachzulesen. Wir schulden uns in Marx und Lenin und hatten bald eine andere Perspektive. Wir waren an der Uni als sozialistische Studentengruppe, aber hatten ja natürlich die Vorstellung, dass das, was wir an Änderungen uns vorstellten, so vage und nebulös das auch war, nur gehen konnte, wenn die Arbeiterbewegung da die Sache in die Hand nimmt. Das war uns so immer klar. Und wir wollten dazu was beitragen. Und da war es zum Beispiel gut, dass wir die Möglichkeit hatten, mit verantwortlichen Leuten in der IG Metall zu reden, mitzubekommen, wie es konkret aussieht in der Arbeitswelt, welche Probleme sich da stellen und auch mit denen das diskutieren zu können, was wir meinten. Mit der Roten Mao-Bibel sind sie gekommen, die habe ich noch zu Hause. Mit Karl Marx kamen die nicht, da hatten die keine Ahnung davon. Die hatten das Kapital nicht gelesen. Die kamen mit Mao damals, das war damals groß, in die roten Mao-Bibeln haben sie gebracht. Der längste Marsch beginnt mit einem ersten Schritt und solche Sachen sind damals zitiert worden. Ich hatte sehr lange mit dem Jupp Guski, damals Bevollmächtigter, jede Woche einen festen Termin, wo ich jede Woche bei ihm im Zimmer war und wir dann die politische Situation so quasi erörtert haben. Und das war also eine echte Zusammenarbeit damals. In der Praxis, also bei den Aktionen, da waren diese Leute ja recht hilfreich. Aber innerlich standen sie uns ja wohl irgendwie fremd gegenüber.
Sie studierten ja nicht, um später vielleicht mit Hammer und Meißel irgendwo zu arbeiten, sondern Sie studierten doch, um eine gehobene Stellung zu erzielen oder eine Stellung zu erzielen, die aus meiner Sicht, aus der gewerkschaftlichen Sicht, zur Klasse der Beherrschenden gehört. Nach einigen Aktionen ist mir erstens mal zu mir zwei Sachen klar geworden. Erstens, die Konsequenzen, ja, trägst du persönlich. Das wurde mir spätestens dann klar, als ich mal eines Abends in der Kneipe saß und einer nebendran, also am Tisch saß, und der guckte mich die ganze Zeit an. Und ich sagte, nach einer Weile kam er dann rüber und sagte mir, Sie kenne ich. Dann sage ich, ich kenne Sie aber überhaupt nicht. Dann sagt er, ja, wissen Sie, woher ich Sie kenne? Ich habe Sie heute aus dem Fahndungsheft der Polizei identifizieren dürfen. Ja, da sage ich, so, hat die Polizei ein Bild von mir? Das wusste ich gar nicht. Ja. Dann sagt er, natürlich, da waren alle drin, alle SDSler waren da fein säuberlich aufgelistet. Da wurde mir klar, aha, Moment, das trifft dich erstmal persönlich. Ja. Die Staatsmacht könnte eventuell, ja, es nicht nur auf die Gruppe abzielen, sondern auch auf dich persönlich. Und dann wurde ich schon etwas vorsichtiger. Und dann zweitens, als ich gemerkt habe, eben, dass einige doch bei der Theorie blieben. Ja. Ein Jahr später, im Mai 69. Tumulte vor dem Amtsgericht. Peter Horoski und andere wurden angeklagt, sie hätten sich als Redelsführer in einer Menschenmenge öffentlich zusammengerottet und Gewalttätigkeiten begangen. Die Ordnung der Gesellschaft habe ich nicht umstürzen können. Vielleicht habe ich deshalb so viel vergessen. Was blieb? Dass unser Leben in anderen Gleisen läuft, seit dieser Woche am Bertholdsbrunnen. Unsere Wege aber haben sich getrennt. Andere schlugen dann an dieser Stelle ihre Schlachten, zahlreich und hart. Bis zum heutigen Tag aber blieb es vorbei mit der Freiburger Idylle. And my hands can't feel too great.